Hallihallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA Grand Theft Auto 4. Jetzt hier in der zweiten Episode. Na hallo Schätzchen, was haben wir denn hier? Und wir gehen jetzt mal gleich nach draußen zur nächsten Mission. Und ich kann auch gleich ein paar Sachen anmerken. Wow, wir sind echt schnell. Moment, ich ran mal. Dauert mir hier sonst zu lange. Haben wir hier einen Wagen geparkt? Nee, noch nicht. Die Maus kommt mir hier echt noch ein bisschen zu schnell vor, Leute. Tut mir ein bisschen leid. Aber, wie steige ich den ein? Auf F. Okay, super. Und wir fahren jetzt einfach mal. Können wir zu... Ich gehe mal kurz auf die Karte. So haben wir sie hier. Und Roman ist auch bisher der einzige Punkt, den wir hier haben. Moment, kann ich hier? Jetzt muss ich mal gucken. Wegpunkt einblenden. Legende an. Okay, Spielerversteck, Roman und Restaurant. Haben wir sogar eins in der Nähe. Okay. Mit Eingabe. Muss ich gucken. Wie schon gesagt, als ich das erste Mal gespielt habe. Oder das erste und einzige Mal. Bisher auf der PlayStation 3. Da noch von der Steuerung etwas ungewohnt. Was ich jetzt anmerken muss, ist es schon ein paar Wochen her, seitdem ich GTA 4, und zwar die allererste Folge, aufgenommen habe. Oh, ich muss dran denken, dass ich die Maus hier mal mitbewege. Und ich hatte sie halt aufgenommen, da am selben Tag auch GTA 5 für PC angekündigt worden ist. Und da dachte ich mir, ja komm, nimmst du mal die erste Folge auf, dass du dich schon mal überall anmeldest und schon mal alles startklar hast. Und das ist jetzt schon wieder ein paar Wochen her und jetzt nehme ich, also ab jetzt werde ich quasi auch immer sessionweise aufnehmen, also immer mal ein paar mehr Folgen am Stück. Oder BCD werde ich halt jetzt richtig erst mit dem Aufnehmen von GTA 4 beginnen. Und es sieht natürlich absolut klasse aus, wie schon in der ersten Folge erwähnt. Und wir machen das einfach mal bei Roman weiter, weil sonst haben wir auch nicht wirklich viel zu tun. Und dann gucken wir mal. Oh Gott, nein, nein, nein. Du hast dein Ziel erreicht. Sagt der Navi hier nichts? So, ich pack mal hier hin. So. Perfekt eingepackt, Leute. Ich bin stolz auf mich. Boah, das sieht schon geil aus. Okay, dann legen wir mal los. Trees a crowd. Come on, Daddy, what's your problem? I don't have problem. You do. Don't be a dick, man. Come on. Where's your Russian friend now, huh? He's not my friend. He's my loan shark. Stop this. What are you? Who are you? Get out of here. What? Yes. I am. What about you? Help me! Help me! Come on, Supak! Leonard, help me! Get out of here now! And if you come back, I'll kill you! You understand? You forgot this? You have been in pricks? Stronya! Shit, Nico. What did you do? He was going to stab me. Now he's going to kill you! Fuck him! Look at this mess! Screwed! Again! You want to know why I'm not living in a nice condo, banging for women? It's because of shit like this. Assholes threatening me. Shut up. Oh, great. Mallory. Hey, beautiful. yeah, great. listen, I'm having a bit of a problem at the office. I can't do it. Nico can do it. Huh? And what? Well, why would you want me then? Well, screw you then. Great girl. Can you do me a favor? Mallory needs a lift. Can you go pick her up at the Hove Beach subway station? Yeah. Take the cab. She's got a friend with her. Maybe someone you can date. Fuck you. Oh, man, look at this crap. My computer and everything. So, steig in Romans Wagen. Was ich hier nochmal kurz anmerken muss, seit der letzten Aufnahme ist hier sogar einiges anders. Ich habe jetzt einen neuen Bildschirm. Den ich jetzt hier aber auch nicht benutze, sondern immer noch den alten. Aber hier steht nun mal alles. Also anders. Wenn, also, ich hoffe einfach, dass jetzt vom Mikro und alles her stimmt. Also, falls ich hier nochmal ein bisschen was nebenbei am Mikro umstelle oder so, dann tut mir das leid. Dann liegt es einfach daran, dass es hier noch nicht so perfekt alles steht. Muss nämlich jetzt auch ein bisschen anders gucken und hier steht alles anders. Naja. So, benutze X, um das Radio auszuschalten. Ach so. Ich glaube, ich habe den Sound einfach gerade ausgestellt, aber. Nutze X, okay. Mit Rad vor oder Rad zurück schaltest du dein Radio wieder ein. Aber wie schon gesagt, ich habe den Sound jetzt eh ausgestellt. So, jetzt müsste es aus sein. Wie schon gesagt, dass wir jetzt hier keine Probleme mit der Musik kriegen. Wir können es eventuell mal leise laufen lassen. Aber muss jetzt nicht unbedingt sein. Meistens, ne? Wegen Copyright und alles. Das gehen wir mal besser nicht. Und hier können wir es ja ausmachen. Ich glaube, in den vorigen GTA-Teilen konnte man es auch nicht ganz ausmachen. Das fand ich auch manchmal ein bisschen nerviger. Aber naja. So haben wir es ja auch mal ein bisschen stiller bei der Fahrt. Und wir müssen jetzt Romans Freundin abholen. Und die hat anscheinend auch nochmal. Ein Riesenrad. Oh, das sieht echt hübsch aus.
Da sind sie. Ach ja, die beiden Chicks. Hove Beach. Boah, wie schon gesagt, es ist echt lange her, seitdem ich das letzte Mal GTA 4 gespielt habe. Ist echt cool, wieder hier zu sein. So, drücke G, um zu hupen und die Mädchen auf dich aufmerksam zu machen. So. Hopp. Get in, ladies. Hey, Nico, thanks for coming. I should have known Roman would find some excuse not to turn up. This is Michelle. Hi, how are you? My place is over on Mohawk Avenue. Bring die beiden zu Michelles Apartment. So, was hier auch nochmal neu ist, dass wir hier direkt einen Navi haben. Nico, you know what? You need someone to show you a good time. Michelle, how about you? Valerie, stop it. On you guys, you're both single, you're adults. Take a number, Nico. Hey, I'd like to see you again, Nico. You look like that kind of guy I want to get to know. You look like you just jumped off the boat, Nico. Handsome man like you should get some new threats. I think he looks fine the way he is. I don't think he even changed out of those things on the journey. How you gonna impress a classy girl like Michelle? I'm easily impressed. I know you are, sweetie. And I just don't get it. Ja. Ich hab grad keine Autos gerammt. Nee. Boah, ey. So was passiert jedes Mal, wenn ich auf den Text achte. Ich gucke dann nämlich immer auf die Untertitel und nicht auf die Strecke. Also sollte man die Maus auch bewegen. So. Thanks for the lift, Nico. Yeah. Thanks. Give me a call sometime. See you soon, Michelle. Yay. Und wieder super geparkt. Ich bin einfach stolz auf mich. Yay. So, Roman haben wir Pluspunkte gekriegt. Und die Nummer von Michelle haben wir jetzt auch. Cousin, I dropped the girls off. The friend gave me her number, but I don't think Mallory likes my clothes so much. I know just the place for you. It's on Mohawk in Hull. Go and get something a bit more 21st century. Begib dich zum Bekleidungsgeschäft an der Mohawk und kleide dich neu ein. So, natürlich gleich falsch gefahren. Ja, wir haben jetzt hier Navi. In den letzten Teilen gab es das gar nicht. Da konnte man sich auch schon einen Punkt festlegen. BZW in... Okay. Oh Gott, in GTA Vice City? Oh, ich kann es gar nicht sagen. Also GTA San Andreas auf jeden Fall, konnte man sich auf jeden Fall schon die Punkte festlegen und dann schon etwa abschätzen, wo man lang muss. Und hier haben wir den direkt Navi, der uns dann meistens den, naja, sagen wir, den besten Weg zeigt. Was eigentlich auch ganz angenehm ist. Dann kommen wir auch immer am Ziel an. Ich hatte es ja früher öfters mal, dass ich mich einfach total verfahren habe und das sollte jetzt hier auch nicht mehr passieren. Aber naja, wie schon gesagt, ist ja hier auch nicht blind. Also ich kenne das Spiel schon, wobei ich jetzt auch viele Missionen nicht mehr im Kopf habe. Also, ich werde das Spiel wieder neu entdecken. Wie man so schön sagt. Oder so ähnlich. Oh Gott. Nein, nein, nein. So, die Maus kommt mir noch ein bisschen zu schnell ein. Mit den Sounds bin ich auch noch nicht hundertprozentig zufrieden, aber... Mein Gott. Kann sich ja immer über irgendwas beschweren. Und, ja, dann... Machen wir mal hinne. Ne, ich bin schon sehr gespannt. Ach ja, ist echt geil, hier wieder rumzufahren, ne? Wie schon gesagt, ist jetzt wieder ein paar Wochen her seit der Folge 1 und ab jetzt werde ich jetzt wirklich wieder richtig anfangen, erst zu spielen. Und da sehen wir schon das Geschäft. Ist das nicht in der Nähe von unserer Wohnung? Ach ja. Ein russisches Geschäft auf jeden Fall. Wholesale, Retail. Ah. Man and Woman. So. Kleidung kannst du in zahlreichen Bekleidungsgeschäften in Liberty City kaufen. Ja. Kauf dir ein paar neue Kleidungsstücke. Jeans kannst du durch Drücken von E anprobieren. Okay, ja, schon GTA San Andreas konnten wir uns ja quasi schon ankleiden. Das haben sie auch hier übernommen. Essen und sowas können wir hier nicht. Das ging in San Andreas noch. Also da musste man quasi was essen. Zwingendermaßen müssen wir hier nicht. Daunenjacke, ich weiß nicht. Vielleicht so eine Jeans mal. Ja, das sieht schon mal ordentlich aus. Boah, wir haben nur $54. Ich nehme die. Das dürfte reichen, um Michelle zu beeindrucken, weißt du? So eine $24-Hose. Sehr gut. Mit dem Geld, das wir haben, können wir aber nicht so schick ausgehen. So, wir speichern mal. Goodbye. Packer. Achso, stimmt, ich muss ja, ja. So. Oh, Entschuldigung. So, rufen wir mal Roman an, dass wir eine schicke neue Hose haben. Hey, Roman. I got some clothes. Hey, Roman. It looks like they brought the stuff in from the old country, though. We must take what we get. When the big money rolls in,
all look real classy. Anyway, you have Michelle, a classy girl for your arm. You should definitely keep dating her. Na schön, das könnten wir jetzt natürlich machen, aber ich hatte jetzt eher Lust auf ein paar Missionen. Jetzt muss ich erstmal. Ich will hier, ich will ranzoomen. Mausrad? Mausrad? Moment, jetzt bin ich. Hä? Jetzt bin ich irgendwie in einem Browser. Ich bin irgendwie in meinem Browser jetzt gelandet und ich verstehe nicht ganz wieso. Moment nochmal. Ich bin irritiert. Können wir irgendwas machen? Versteck? Ich kann gerade nicht ranzoomen, Leute, tut mir leid. Ah, mit der rechten Maustaste kann ich mir das auch legen, jetzt verstehe ich das. Versteck, russischer Laden, ist natürlich alles schön und gut. Ich bin echt in meinem Browserfenster. Wenn ich jetzt gerade mein Mausrad bewege, dann bin ich in meinem Browserfenster. Ah, jetzt. Ja, jetzt. Hä? Sorry, Leute, war eben ganz komisch. Ich habe auf dem anderen Bildschirm noch was offen und... Ja, das habe ich eben nicht verstanden. Okay, wir rufen mal Michelle an. Das ist gerade am naheliegendsten. Ja, GPS, bla bla bla. Okay, das ist ja klar, unser Navi. Nichtsdestotrotz will ich jetzt mal... Nee, anrufen will ich gar nicht. Und da... So? Ja, genau, so ging das. Okay. Telefonbuch, Entschuldigung, ich muss mich erstmal zurechtfinden. Michel! Derweil fahren wir schon mal los. Ich habe keine Ahnung, wo die wohnt. Hey, Michelle. It's Nico. Roman's cousin. Oh, hi. How's it going? Good. I was wondering if you, wanted to go out with me sometime. You know, on a date. Yeah, sure. That could be fun. Yeah, I'd like to get to know you, Nico. Why don't you come over to my place, whenever? See you soon. Fällt mir ein, ich habe gar kein Geld. Aber, na egal. Yay, Michelle. So, jetzt gehen wir hier mal nach oben. So. Ach ja, rechte Maustaste, genau. Okay. Dann fahren wir mal zu ihr natürlich wieder in die falsche Richtung. Ich habe jetzt übrigens auch ein Mauspad, ne? Also letzte Folge ist es vielleicht aufgefallen, da habe ich es auch mal angemerkt, dass die Maus manchmal hängt, was richtig oft vorgekommen ist. Ist immer noch ein bisschen seltsam, aber ich habe jetzt auf jeden Fall ein Mauspad und seitdem läuft das auch. War irgendwie hier alles ein bisschen seltsam. Okay, dann machen wir das mal. Medicate me. Hospitals get real. Sehr schön, dass hier Russen rumlaufen. Okay. Ja, wer es nicht wusste, ich bin ja Russe. Muss ich mal. Wow, nein, nein, oh, wow. Muss mal. Nein! Ja, ja, du mich auch. Boah, nee, ey, ich hasse es, wenn ich hier Leute ramme. So. Okay. Der Wagen sieht noch erstaunlich gut aus, möchte ich ja merken. Ist natürlich auch wesentlich besser, weil jetzt kann ich die Kamera ja direkt über die Maus lenken. Auf der PlayStation 3 ging das ja nicht direkt. Ah ja, das kann ich auch mal kurz anmerken. Die PlayStation... hatte ich das schon letzten Part angemerkt? Weiß ich jetzt nicht genau. Aber auf der PlayStation 3 gab es auch nur eine 720p-Version. Und allein auflösungstechnisch sind wir hier natürlich auf dem PC wesentlich besser dran. Klar, grafisch natürlich auch nochmal, aber... Das macht schon einiges her. Oh. Ja. Oh. Ja, da gucken wir irgendwann mal später. Kann ich jetzt hier... Hallo? Kann ich... Ach. Ist was der Verkehr? Der ist manchmal ein bisschen lästig, habe ich das Gefühl. So, komm, wir holen Michelle ab. Gehen am besten in die nächste Kneipe rein. Ist gar kein Problem. Wir haben ja kein Geld. Wir haben eine schicke Jeans an übrigens. First Date. Du wirst Liberty City mit der Zeit Freunde finden und Freunde dann kennenlernen. Du wirst verschiedene Sachen mit ihnen unternehmen können. Zum Beispiel essen gehen. Lecker Schmecker. Etwas spielen oder ein Kabarett oder einen Komiker ansehen. Perestroika. Diese ganzen Russenläden hier. Das ist mir letztes Mal gar nicht so aufgefallen, als ich das gespielt habe irgendwie. Also, dass es hier auch so viele Russenläden gibt. Russische. Jeder Freund hat eine Lieblingsaktivität, aber auch Sachen, die er nicht so gerne macht. Das gleiche gilt für jede Freundin. Da müssen wir natürlich unsere Freundin reinschaffen. So, hier in den Club. Ja, bitte. So, ich, finde ich schön, wie die Beine in der Stange drin hängen. Aha. Viele deiner Freunde werden dir bestimmte Gefallen tun, sofern sie dich genug mögen. Okay. Eine Waffenlieferung zum Beispiel oder den Beschaffen von Bomben, die dir helfen, schwer erreichbare Ziele zu erledigen.
Das habe ich, glaube ich, letztes Mal auch gar nicht so benutzt so sehr. Also ich bin schon manchmal mit den Leuten ausgegangen. Ah. Sehr schön. Lade. Ding dong. Who is it? Hey, it's Nico. Hey, I'm just finishing my hair. Come in. Thank you. I'll be with you in a minute. Did you just move in? No. Why? All your stuff is new. Some even still have tags on. Yeah, well, I like things clean. I can see that. Mm-hmm. But everything is new. Yeah, I'm kind of obsessed with cleanliness. Things get on my nerves and I just throw them out. OCD or something? Oh. So, where are you taking me? Pretty Zwangsneurose. You look good. Oh, thanks. I don't know. I'm new here. I thought maybe we could go to the, fun fair. Yeah, great! Let's go. Love the fun fair. Actually, we call it carnival here. Just a little difference. Whoop-de-doo. Ach ja. Der Nico weiß, was die Frauen wollen. So, los geht's. Ach ja.